Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein neues, super gehyptes Tool aus Amerika direkt hier für euch. Und zwar geht es um den Tati Beauty Blendyful. Ich habe mir das Schätzchen bestellt und ich bin echt gespannt, was wir damit machen können. Ihr seht, ich habe noch nichts im Gesicht und ich bin ziemlich aufgeregt. Eigentlich war das Video gar nicht geplant für heute, weil ich mir gedacht habe, es wird eh noch eine Weile dauern, bis das Produkt kommt. Aber es war da. Es hat nicht ganz 2 Wochen gedauert. Und ich habe hier für euch den Tati Beauty Blendyful, den wir heute ausprobieren. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Schön, dass ihr heute da seid, Freunde. Auch heute kommt nicht das Video, was eigentlich kommen sollte. Irgendwie wollen die DHL und GPS, UPS und GLS und was weiß ich, Götter, nicht mit mir kooperieren. Und ist jetzt auf dem Trocknen, aber mein Päckchen von Tati Beauty ist gekommen und ich habe hier heute den Blendyful und wir werden das Ganze heute testen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Tati Westbrook, Glamglive Guru hat ein neues Produkt rausgebracht. Bei der Palette habe ich erstmal gepasst und gesagt, nein, ich habe genug Paletten, ich brauche nicht noch eine, die ähnlich ist wie viele, die ich habe. Ich habe aber super, super vieles Gutes gehört und ich mag Tati, sie ist eine meiner größten Inspirationen. Falls ihr mir schon eine Weile folgt, ich hatte eine Zeit, da habe ich auch 5 Videos die Woche gedreht und ich weiß nicht, wie sie das so lange Zeit geschafft hat. Ich bin auf 3, sie ist jetzt, glaube ich, auf 2 runtergegangen und ja, wir haben ein neues Produkt und dieses Tool sieht einmal so aus, das ist wie so ein Make-up-Sponge-Schwamm. Powder Puff? Ich verlinke euch das Video von Tati einmal unten in der Infobox, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber das Ding ist gerade ziemlich gehypt. Gekostet hat das Ganze 18 Euro knapp und ich habe 9,95 Euro Versand gezahlt. Es gab keine Probleme mit dem Zoll, was, glaube ich, unter dieser Zollgrenze ist. In dem Päckchen, was einmal so aussieht, sind 2 Produkte drin. Wir haben hier einmal den großen Blendyful und dazu gibt es noch den kleinen Blendyful. Das ist so ein kleines Herz, was man sich ja in die Handtasche stecken kann und dann einfach zwischendurch mal so ein bisschen übers Gesicht gehen kann. First Impression, ich habe mir das Ding größer vorgestellt. Also, was ist ein Vergleich? Die Fenty Foundation haben viele von euch. Vom Größenvergleich her ist das ungefähr so. Also es ist nicht sehr groß, aber fürs Gesicht reicht das definitiv. Wir werden das Ganze jetzt testen. Ich mache einfach mein Alltags-Make-up mit diesem Produkt, einfach um wirklich zu schauen, wie funktioniert das mit den Produkten, die ich benutze. Und dann schauen wir, was es kann. Es ist vom Unterschied her, dieser kleine ist ein bisschen fester als der große, fällt mir auf jeden Fall auf. Und das ist so eine Mikrofaser. Auf der Verpackung ist ganz schlicht, kommt in so einem Plastikbeutel. Da stehen die Waschanweisungen drauf, Maschinenwäsche. Oder mit der Hand waschen in warmem, seifigem Wasser und gut ausspülen. Nicht bleichen und nicht in den Trockner werfen. Und das Ding besteht zu 100% aus Polyester, Polyurethan. Okay, ich bin gespannt und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Primer. Tati hat, glaube ich, alles mit diesem Ding in ihr Gesicht eingearbeitet. Das machen wir auch. Ich benutze im Moment total gerne hier von Physicians Formula den Spotlight Illuminating Primer. Und wir gehen einfach mit dem Produkt, also, das ist ganz, ganz schwierig. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, als der Beauty Blender kam. Wir haben vorher unser Make-up mit Händen gemacht und mit Pinseln und dann kam dieser Beauty Blender und der hat alles revolutioniert. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Ankündigungsvideo gesehen habe, ich war ein bisschen enttäuscht. Das hat mich irgendwie erst so gar nicht gecatcht. Und da habe ich mir das Video angeguckt und dachte mir, okay, krass. Krass, das könnte eventuell was sein. Deswegen, wir probieren es jetzt. Ich nehme hier von Physicians Formula mein Spotlight Primer. Der sieht einmal so aus. Und ich gebe mir ein Würstchen hier und ein Würstchen hier hin. Und dann nehmen wir uns so eine Ecke und fangen an, das in unser Gesicht einzuarbeiten. Das hat so ganz, ganz feine Härchen und es erinnert mich so ein bisschen an diese Mikrofaserschwämme. Die hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ich benutze sie nicht mehr so gerne, weil man sie recht schwierig mit der Hand sauber kriegt. Ich habe hier in meiner aktuellen Wohnung keine Waschmaschine. Deswegen muss ich das halt alles immer mit der Hand waschen. Aber durch diese kleinen, feinen Härchen kann man das Ganze wahrscheinlich sehr, 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 sehr gut in die Poren drücken und richtig schön in die Haut einarbeiten. Das Ganze werden wir jetzt einmal tun. Und das ging sehr, sehr schnell. Also, es ist ganz, ganz komisch. Es fühlt sich nicht an, als wäre es jetzt nass, sondern ich merke einfach nur, dass das Produkt
auf diesem Schwamm drauf liegt. Oder auf diesem Blendyfoil. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach weiter mit Foundation. Und dazu benutze ich heute von Dior die Forever Skin Glow Foundation. Und auch hier würde ich mir jetzt einfach mal... Nee, ich mache das wieder auf meiner Mischplatte, Freunde, sonst wird das hier alles nichts. Zwei Spritzer von der 2WP. Und weil ich gestern bei der Kosmetik war und gefühlt drei Hautschichten meiner obersten Haut ab sind, machen wir das Ganze auch noch mal ein bisschen heller und ich nehme die 1N dazu. Mische mir das auf mein Plättchen hier. Ich bin richtig gespannt, Freunde, wirklich. Weil ich finde es total spannend zu sehen, dass YouTuber mit Produkten rauskommen. Ich meine, ich habe meine eigene Palette und 2020 ist noch lang. Und deswegen, ich supporte gerne, wo ich kann. Und wenn es ein bisschen hilft, Bombe. Ich nehme jetzt auch hier wieder den Blendyfoil und gehe einfach hier mit so einer, ja, so ich falte mir den so und arbeite mir das dann in die Haut. Es gab keine Gebrauchsanweisungen in der Verpackung, aber irgendwie braucht man das, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen ausprobieren und das arbeiten wir hier ein. Ich liebe diese Foundation. Ne? Ich hatte zwischendurch eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich mag sie irgendwie nicht und ich bereue den Kauf. Jetzt bereue ich, dass ich gesagt habe, dass ich es bereue, weil sie ist wirklich wunderschön. Auch jetzt vor allen Dingen im Winter. Sie hält super, super gut und sie sieht halt einfach natürlich aus. Und wenn die Foundation und das Puder so ein bisschen sich gemischt haben mit den Ölen der Haut, sieht eure Haut einfach aus wie ein Baby. Also nicht wie ein ganzes Baby, sondern wie die Haut eines Babys. Aber okay. Ich habe die halbe Seite einmal eingearbeitet. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen hin. Tatsächlich ist es so ein bisschen selbsterklärend, der Auftrag. Es ging super, super einfach. Es ist nur sehr, 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 sehr ungewohnt. Weil normalerweise nehme ich meinen Schwamm und prügel den richtig in mein Gesicht. Und der Schwamm saugt auch ein bisschen mehr Produkt auf. Das Ding saugt irgendwie gar kein Produkt auf. Und ich habe wirklich eine recht gute Deckkraft hinbekommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Deckkraft irgendwie erhöht oder so, aber es saugt auf jeden Fall nicht übermäßig Produkt auf. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, ich kann es wirklich falten und ganz, ganz klein machen und dann hier richtig in die Ecken gehen. Und auch hier vor allen Dingen um meine Nase und hier unten, wo man es gerne mal vergisst. Vor allen Dingen, ich habe das Problem mit meinem Bart, dass ich mit dem Schwamm zu viel Produkt in meinen Bart gebe und das dann am Ende irgendwie wieder rausfischen muss. Und man kriegt die Mischplatte einfach extrem sauber. Normalerweise sieht das ja immer so ein bisschen schmantig bei mir aus. Aber es ist so ungewohnt. Gut, ich hole euch gleich mal ein Stückchen näher ran. Ich schaue mir das Ganze aber auch an. So könnt ihr das Ganze einmal von Namen sehen. Also, ich muss sagen, das Ganze sieht gut aus. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr glänze als sonst mit der Foundation. Also vermutlich hat dieses Ding so wenig Produkt aufgesaugt, dass ich den ganzen Glow in der Foundation behalten habe, was sehr, sehr gut ist. Ich werde das Ganze natürlich auch weiter testen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kaufe es einmal und dann landet es in der Schublade, sondern ihr werdet das bestimmt noch ein paar Mal öfter hier sehen, wenn es denn auch wirklich gut ist. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier in meiner Nase, da ist die Foundation immer so ein bisschen schwierig und ich kann das einfach direkt hier in diese Falte setzen und genug Produkt reinsetzen. Manchmal ist es so, dass man zu viel Produkt mit drin hat und manchmal ist es so, dass man zu wenig Produkt mit drin hat und hiermit, glaube ich, kann man das Ganze sehr, 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 sehr gut dosieren. Jetzt kommt aber die Königsdisziplin und das ist Concealer. Ich benutze dafür wie immer mein Tarte Shape Tape Babe, mein allerbester Freund, setze mir den unter die Augen. Nehme dann von Uma Beauty meinen Contouring Stick. Diesmal in der 3, glaube ich. Das ist so ein bisschen kühler. Setze mir das hier hin. Und gehe jetzt einfach mit einer anderen sauberen Seite hier rüber und blende das schon mal so ein bisschen hier rein. Und okay, krass. Ich mache im Moment Cream Contouring sehr gerne mit diesem Pinsel. Der schiebt aber eher so ein bisschen das Produkt weg, vor allem die Foundation drunter. Das war jetzt eher so, okay, fertig. Also bei der Foundation hat das Ganze, fand ich, ein Momentchen länger gedauert, als wenn ich es mit dem Beauty Blender mache. Aber vielleicht auch einfach, weil es jetzt das erste Mal war. Aber hier Cream Contouring war jetzt wirklich wow.
Easy. Wir machen weiter mit dem Concealer. Ich lasse ihn ja immer so ein bisschen antrocknen. Ich nehme jetzt wieder eine saubere Seite. Wir haben ja Gott sei Dank sechs saubere Seiten insgesamt. Von hier unten an, auf meiner Nase. Und arbeite mich dann von hier unten so langsam hoch und blende erst den Rand aus. Okay. Also, das ist jetzt auch wieder ganz spannend, weil wenn ich das mit einem Pinsel mache, das habe ich neulich auch gemacht im Video und ich habe ein paar Kommentare bekommen, seit wann ich das denn tue. Ich probiere mich gerade so ein bisschen aus, neue Techniken zu lernen. Dann schmiere ich sehr weit. Der nimmt ja aber nicht so viel Produkt auf und verblendet das nicht ins Unermessliche, sondern halt sehr punktuell. Klar könnte ich jetzt auch so machen, aber ich glaube, dann wäre der Sinn von diesem Produkt einfach nicht mehr gegeben. Und das ist so krass, er saugt einfach kein Concealer weg. Normalerweise gehe ich ja jetzt mit einer zweiten Schicht rüber, weil der Schwamm einfach so ein bisschen was ausgesaugt hat. Der jetzt nicht. Auch hier nochmal so ein bisschen um die Nase herum. Und auch das war mega, mega einfach. So schnell oder so schnell? Auf jeden Fall, so kann man sich täuschen. Dadurch, dass der Schwamm nicht so viel Produkt aufsaugt, muss man natürlich auch jetzt so ein bisschen anders dosieren. Oder ich muss ein bisschen anders dosieren, weil ich gehe ja immer mit viel Concealer rauf und gebe dann noch mehr Concealer rüber, weil einfach der Schwamm natürlich auch so ein bisschen wegsaugt. Aber das war krass. Ich bin im Moment so eine richtige Reimliesel geworden, oder? Okay. Wir setten das Ganze jetzt auch mit dem Ding. Ich gehe aber im Moment vorher einmal mit einem Pinsel rüber und sette das ganz, ganz leicht, dass das Baking Puder nicht zu unebenmäßig haften bleibt. Dann nehme ich mein Baking Puder von Jeffrey. Vermutlich brauchen wir auch hier nicht ganz so viel Produkt. Nehme jetzt die andere Seite, weil die ist ja sauber. Falte das Ding wieder so ein bisschen. Nehme ein bisschen Produkt auf und es nimmt recht viel Produkt auf. Ich klopfe es nur ein bisschen ab und verteile das. Und arbeite mir das richtig schön unter meinen Augen ein. Es ist ein ganz anderes Gefühl, weil man einfach ein bisschen mehr Kontrolle hat, finde ich, wo das Puder hingeht und es recht gleichmäßig verteilt wird. Manche setten ja gerne unter ihren Augen mit einem Pinsel komplett. Das mag ich nicht. Also ich mag das schon gerne, wenn ich so ein bisschen grobflächiger und mehr Puder auftragen kann. Aber hier ist das so eine Mischung zwischen Pinsel und Schwamm. Und mit dem Rest, was ich hier noch drin habe, nehme ich einfach wie so ein Powderpuff und sette das Ganze. Ich habe das früher gerne gemacht, als ich noch mein Coty Airspun regelmäßig benutzt habe. Dadurch wirkt das Ganze einfach so ein bisschen weich gezeichneter. Mit einem schönen Puder und dann mit so einer Quaste, wenn man das richtig schön in die Haut einarbeitet. Wow. Einen Pinsel brauche ich jetzt. Brauche ich einen Pinsel? Oder kann ich einfach so lange hier raufklopfen? Ja, kann ich. So, Freunde, sorry, ich weiß nicht, wo der Ton aufgehört hat. Ich habe mein Make-up aber gesettet und, also, ich habe nicht mal einen Pinsel benutzt, um das Puder wegzukriegen. Ich bin einfach mit dem Ding grobflächig rüber und habe einfach in mein Gesicht geklopft und das ist richtig, richtig gut geworden. Ich glaube, ihr könnt sehen, wie weich gezeichnet die Haut aussieht. Sehe ich jetzt einen großen Unterschied zu sonst? Ja. Also, ich habe keine Pore mehr hier. Was ich sehe, was nicht ganz so schön geworden ist, ist hier auf der Nase. Das ist so ein bisschen ungleichmäßig. Aber wir haben ja dieses Ding. Und damit gehe ich jetzt einfach hier nochmal rüber und probiere das so ein bisschen zu reparieren. Weil das ist ja das Ziel von diesem Mini-Ding, dass man einfach damit rübergehen kann und das so ein bisschen reparieren kann. Dann nehme ich wieder die pudrige Seite und sette die Reparatur. Und boom, es ist weg. Okay, krass. Machen wir Bronzer damit oder wir machen erstmal Rouge damit. Ich benutze von L'Oreal den Melon Dollar Baby Blush. Ist einer meiner Lieblingsblushes. Gehe auch hier wieder mit so, ja, was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir die Seite hier. Ich gehe hier rein und der nimmt richtig viel Produkt auf. Okay. Und das presse ich mich hier einfach so ein bisschen rein. Ist sehr natürlich. Der Blush ist aber auch sehr natürlich. Aber es wird sehr gleichmäßig, weil es durch diese Haare einfach weich in euer Gesicht verteilt. Bronzer? Machen wir Bronzer? Wir machen Bronzer. Als Bronzer benutze ich von Too Faced hier den Sweetie Pie Bronzer. Sieht einmal so aus. Auch da nehme ich jetzt einfach hier eine Seite. Da bezweifle ich, dass das funktioniert. Okay. Okay, das ist viel Produkt. Also er nimmt Produkt
Okay. Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, ich glaube, für so grobflächige Arbeiten wie Bronzer, die aber trotzdem so ein bisschen präzise sein sollen an bestimmten Stellen. Also es geht. Nee, ich glaube nicht. Ich blende das Ganze jetzt nochmal hier mit dem Pinsel aus, weil es mir da oben ein bisschen zu fleckig geworden ist. Vielleicht war die Foundation aber auch nicht ganz so gut gesettet. Und dann würde ich mir einmal Augenbrauen drauf machen und wir sehen uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der Look nur mit dem Tati Beauty Blendy Full. Okay, wir sammeln uns. Mascara habe ich noch nicht drauf gemacht, denn ich möchte gleich noch Lidschatten ausprobieren. Aber meine Base gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Maxim, lohnt sich der Kauf? Also, ich kam super, super gut damit klar. Beim ersten Mal wohlgemerkt. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen mehr übe und ein bisschen mehr probiere, wie ich damit umgehen kann, was man damit alles wirklich machen kann, ein wunderbares Produkt. Preislich denkt man sich, okay. Aber mal ganz im Ernst, ein Beauty Blender kostet ja auch 18 Euro und so ein Beauty Blender hält nicht so lange, weil er irgendwann kaputt geht. Ich glaube nicht, dass dieses Ding kaputt geht, aber auch hier für 18 Euro für zwei Teile, okay. Klar, der Versand kommt mit dazu. Das ist bis jetzt erstmal das Pech so ein bisschen von uns hier in Europa. Aber ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr es findet. Also seht ihr einen Unterschied zu sonst? Ich sehe keinen, außer dass es sehr, sehr einfach und sehr, sehr intuitiv ging. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit dem Kleinschätzchen hier zurechtkomme. Was ich ja gerne mache, ist, wenn ich im Laufe des Tages ölig werde, gehe ich mit einem Schwamm oder auch mit einem Powder Puff einfach hier rüber und presse das so ein bisschen wieder in die Haut ein, dass das Ganze wieder weich aussieht. Ihr habt es gesehen, die Nase ist so ein bisschen verwischt gewesen, weil ich so ein bisschen geschlunzt habe beim Baken und Blenden und Setten. Und ich bin einfach rübergegangen und konnte nass auf trocken blenden und habe es dann wieder gesettet. Und man sieht auf meiner Nase nichts mehr. Und das ist wirklich, wirklich gut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon in der Post heute gehabt. Lasst es mich auf jeden Fall gern wissen. Und ich danke euch, dass ihr wieder hier seid. Freunde, ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Falls ihr hier neu seid, aktiviert gerne die Glocke und abonniert meinen Kanal für mehr Make-up-Videos. Dreimal die Woche, bald auch vier wieder für eine Zeit lang. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.